kennen wir auch schon. Ist ja fast langweilig. Moment mal. Was ist denn das? Und damit herzlich willkommen zu einer Yesterchips Special Folge, diesmal von der Retrolusion 2016 aus Hanau Steinheim. Und was wir heute hier stehen haben, ist ja definitiv ein Stück gelebte Geschichte, wenn nicht sogar abgeschlossene Geschichte. Und ich bin, muss ich zu meiner Schande zugestehen, absolut kein Spezialist, was das hier angeht. Aber wenn man nicht weiter weiß, bildet man einen Arbeitskreis. In dem Fall habe ich mir hochkompetentes Personal extra einfliegen lassen aus der Ostzone. Der Ritti. Und der Ritti hat so ein Steckenpferd und das nennt sich KC-Rechner. Ritti, fangen wir ganz vorne an. Erzähl mal ganz grob, was sehen wir hier? Was steht hier? Der KC, das ist das Grundgerät vom KC. Dann quasi, das würde man Floppy-Controller nennen, hier der Gerät. Und das ist die Floppy nur, mehr ist da nicht drin. Floppy-Laufwerk, Netzteil. Also das ganze Zeug, kann man sagen, ist modular aufgebaut. Wir haben eine Zentraleinheit. Korrigiere mich, wenn jetzt irgendwas Quatsch ist. Da ist der Rechner hier. Da ist der Rechner drin, Arbeitsspeicher ist hier drin. Genau. Ja? Und der Rest ist angeflanscht. Ja, mit dem relativ teuren Adapter. Okay. Wenn wir jetzt... Der Witz ist, der hat eine CPU und der aber auch. Der hat auch nochmal Prozessor. Also im Prinzip... Ist, wenn man den umschaltet, dann ist das nur noch Bildschirm, Bildschirmausgabe und Tastatureingabe. Also wie Terminal ist, also der ist dann nur noch Terminal. Okay. Und könnte der hier komplett eigenständig funktionieren oder braucht er unbedingt den hier? Er braucht den unbedingt. Okay. Also wenn man es ganz grob vergleichen möchte, ist es im Prinzip das gleiche wie beim C64 und seinem Floppy-Laufwerk. Weil der hat ja auch so sagen. Nur dass halt Bildschirmausgaben quasi, also nicht Bildschirmausgaben, sondern halt Textausgaben auch noch hier runter transferiert werden. Okay. Ne? 80 mal 25. Okay. Die halt so DOS eben auch, also CPM ist es ja in dem Fall. Sauber. Wenn wir jetzt mal ganz einfach anfangen, so mit Geschichte wie, was hat das Ding für einen Hauptprozessor? Was läuft hier drin? Das ist ein sogenannter U-880 Prozessor. Das ist, naja, wie sagt man immer so, verbesserter Klone vom Z80, Zilog Z80. Mit 1,75 MHz. In dem Fall hier unten, das ist der Strich 3, ein älteres Modell. Das ist der Strich 4 mit 1,77 MHz. Mhm. Okay, sauber. Arbeitsspeicher? Der hier hat 16 KB RAM. Im Grundgerät, man kann dann dieses Modul hier einstellen, da kommen wir noch, glaube ich, dazu. Ne? Das ist der erste DDR-RAM, schon bevor es im Westen DDR-RAM gab. Ne? Das ist DDR-RAM. DDR-RAM, ja, jetzt hat ein bisschen gedauert, jetzt habe ich es verstanden. 64 Kilobyte und die blendet der dann einfach ein in die restlichen. Okay. Wir müssen jetzt nicht auf die Speicherabteilung Aufteilung gehen, aber der hier hat 16 und der hat dann 32. Was wäre denn das Maximum, was du an RAM einrüsten kannst? 64 oder geht mehr? Das sind 256 KB. Okay. Und hier oben, man konnte irgendwie noch, den habe ich nicht hier, da gibt es noch so einen Aufsatz. Ne? Da kann man 4 solche Module hier auch noch mal reinstecken. Da haben dann Leute das Ding ordentlich aufgebrezelt, auf noch mehr RAM. Okay. Aber das war dann, glaube ich, nur mit dem DOS, was man hier von Kette liest, dann benutzbar. Ja. Du hast vorhin erwähnt, die U880 ist im Prinzip eine Z80. Mhm. Das heißt also, das Ding ist von vorne bis hinten ein 8-Bit-System. Nur, dass wir so die Richtung haben. Ne? Ja, die haben das halt irgendwie mit einem, wie nennt man das, Elektronenmikroskop genommen und so und haben das nachgebaut und haben es dann nach Reverse Engineering bei den Genossen. Wie das ganz genau. War. Genau. Ganz grob gesagt, die KCs vom Baujahr her, wo muss man die einordnen? Also Mitte der 80er Jahre. Mitte der 80er, also im Prinzip schon so ein bisschen vergleichbar zu der Homecomputer-Ära im kapitalistischen Ausland. Gut, okay, schön. Diese Geräte zum Beispiel kamen ganz erst am Ende, dann so 88 oder 87 noch, so rum noch. Konnte man als ganz normale 0815 Heini sich solche Geräte einfach kaufen oder lagen die irgendwie unter besondere Zuteilungen oder gab es die nur für Schulungseinrichtungen oder irgendwie sowas? Wie sah das aus? Tja, das war der Problem. Diese Computer hießen früher mal HC, Heimcomputer. HC 900, also der Strich 2 hieß mal HC 900, Heimcomputer. Ja. Der wurde dann nach KC85 benannt, weil es eben eher in der Schule Bedarf wurde oder beim Militär beispielsweise oder bei anderen öffentlichen Einrichtungen, in Schulen und Computerkabinette, dass das Ding in Kleincomputer umbenannt haben. Es war also definitiv kein Verbreitungsweg wie jetzt in C64 im Westen. So ging das, man konnte nicht einfach in den Laden gehen und den kaufen. Man musste das wie beim Trabant quasi, erst brauchte man das Geld und man musste ein Jahr warten und man musste sich das in Erfurt bei so einem Laden dann abholen. Nachher, ja, da kriegt man auch so einen Zettel, nehme ich mal an, und dann... Okay. Und dann haben sie dir das ausgehändigt. So. Du hast jetzt gerade Erfurt erwähnt. Wo sind die Dinge gebaut worden? In Mühlhausen. Also das ist die KC85-3 bis 2 bis 4, das ist Mühlhäuser. Robotron an sich war ja, soweit wie ich das weiß, das einzige Kombinat, wo überhaupt Mikroelektronik im Sinne von Computern hergestellt hat. Kann man das so sagen? Gut, ich weiß nicht, ob man die anderen da wie Mansfeld, wo die sich eingeordnet haben, ne? Die haben ja auch selber Computer gebaut. Da gibt es andere Experten darüber. Ne? Ja, aber das war dann auch Robotron meistens, aber es gibt ja noch andere Computer. Ne? Auch Selbstbaucomputer, die dann irgendwie in Serie kriegen. Ne? Und das ist dann ziemlich irre, weil die Leute wollten Computertechniken, haben sie nicht gekriegt. Ne? Und dann haben die angefangen zu bauen. Ne? Und dann haben die das in der Firma irgendwie mal mitgekriegt. Dann machen wir hier irgendwo so ein Konsumgut auch draus. Ne? Da gab es ja nicht nur Fliegenklatschen aus dem Sprengstoffwerk, sondern auch mal einen Computer von sonst wen. Ne? Ist ja mal halbwegs sinnvoll, muss man sagen. Die Tortenplatten von Sommer da. Ne? So speziell, wie die Maschine vielleicht auch auszusehen hat, aber das EVA-Prinzip, Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe, hat im Kommunismus genauso gegolten wie im Kapitalismus. Das heißt, für dieses Ding muss es irgendwie eine Eingabeeinheit geben. Und die sah so aus, wenn ich das jetzt richtig gegriffen habe. Das ist die Tastatur für einen Strich 3. Ja. Für den hier unten. Und was mir halt eben vor allem auffällt, das ist der Diodenstecker hier. Ne? Also das ist ja wirklich sehr eigenwillig. Geht das? Wenn man so sagt. Das ist auch nur eine einpolige Klinke, wie man das sieht. Wie funktioniert das? Kann ich auch sagen. Ja, da drinnen ist ein Fernbedienchip, der eigentlich für Infrarotfernbedienungen ist. Okay. Und das geht ja auch nur so. Der morst dem quasi die Tastencodes rüber. Tastencodes in den Klinkenanschluss hier unten rein. Okay, sauber. Das heißt, die Tastatur auch an sich ist, sag ich mal, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja, die ist sehr... Tippgefühl ist was anderes. Ja. Wenn ich jetzt von der Maus zum Beispiel sprechen würde, das wäre übertrieben. Maus gab es nicht. Weil es keine entsprechende Software gab? Fragezeichen. Also früher gab es keine Maus. Was die im KC-Club dann gebastelt hat, ist natürlich eine andere Sache. Ne? Na, wir reden mal von früher. Früher eher nicht, nee. Okay, kein Rollkugelzeigegerät. So. Na, jetzt so halbwegs. Joystick. Also lesen kann man, Modul 008 war der Joystick gewesen. Keine Maus, aber dafür ein Joystick. Joystick ging, das wurde aber, wenn ich richtig bin, auch auf die Tastatur gelegt. Okay. Irgendwie. Intern. Weil ich hier gerade eben lese, Modul 8, das heißt jedes Erweiterungsmodul hatte eine dreistellige Kennziffer, genau. Da hätten wir zum Beispiel, ich kann das ja mal hier... Bin der Fokus Hanna. Ja. Da haben wir hier Modul 11, das ist unser DDR-RAM. Mhm. Okay. Dann haben wir hier zum Beispiel Modul 001, digital in out. Okay. Und hier haben wir noch ein M027. Bisschen weiter weg. Bisschen weiter weg. Development, Assembler. Okay. Das heißt, da gab es auch keine großartigen Vertauschmöglichkeiten, weil halt eben das Modul 8 immer das Modul 8 war. Ja, so ungefähr. Haben wir auch M003, das ist V24, serielle Schnittstelle. Ups, nicht im Bild. Okay, serielle Schnittstelle über DIN-Stecker. Über DIN-Stecker, auch genau. Schön. Das erinnert so ein bisschen an die Atari-Welt jetzt, ja? Und Textur, das ist ein Textprogramm. Ach so, okay, das ist im Prinzip das ist ein ROM-Modul. Das ist ein ROM-Modul, okay. Genau wie das Development. Also das, okay. Das ist auch ein ROM-Modul. Gut, was halt eben gleich zur nächsten Frage kommt, wir haben jetzt hier ROM-Module, was so ein bisschen auch in die Welt vom C64, VC20 und der Atari-Welt passt. Wie haben wir sonst noch Daten hier reingekriegt? Ich sehe jetzt hier oben eine Floppy, was ja ganz sehr richtig bekannt vorkommt, aber ich nehme an, dass es was Volkstümlicheres gegeben hat. So. Das Volkstümlichste war eigentlich dieses Gerät hier. Ein Kassettenrekorder. Ein Riesenteil. Ja, so Geracord oder man hat auch diese LCR-Data, das waren so schmale, die waren dann nur so groß, ne? Waren dann aus einem anderen Werk auch. Ja. Aber das ist ja namensgebend aus Gera. Ne? Okay. Und das ist jetzt aber im Prinzip ein ganz normaler Kassettenrekorder, mit dem man auch Musik hören kann. Ganz genau, hier ist dann hier so ein normales Diodenkabel dran, wie das halt im Osten. Gut, im Osten war das eher so üblich mit diesen fünfpoligen Diodenkabeln, Audiodaten zu übertragen, auch an der Stereoanlage. Also jetzt kein spezielles Format wie jetzt bei einer Datasette, sondern einfach Musikkassette und ab. Na, ja. Ist sogar vom Klassenfeind. Okay. Ja. Gut. So hat man das üblicherweise gemacht. Load, Play, also Load, Return, Play und gesehen, was da kommt. Gut. Ja gut, und ansonsten haben wir jetzt, wie gesagt, hier oben noch die Floppy-Station. Das Floppy-Laufwerk, da ist wirklich nicht viel drin. Da ist wirklich nur das Laufwerk drin und das Netzteil hier oben im Ding. In Sachen Kompatibilität, verwendet ihr ein Dateisystem, welches auch ein anderer Rechner versteht, oder ist es was komplett Eigenes? Das ist CPM, beziehungsweise ich habe es auch kompatibel mit einem CPC Diskettenformat. Wenn ich zum Beispiel mit dem HXC arbeite, dann kann man dieses DSK-Format nehmen, um die Images hier zu erstellen. Apropos HXC, der ist dafür auch tauglich. Der ist dafür auch tauglich. Als Floppy-Emulator. Ha, klasse Gerät, habe ich da gekauft. Ganz genau. So. Und hier unten haben wir jetzt quasi, das hast du mir vorher schon erzählt, etwas sehr Seltenes. Wobei man eh schon sagen muss, die KCs an sich sind selten. Aber hier haben wir den KC Kompakt, quasi der heilige Gral. Ganz genau, das ist dann, der kam dann zur Wendezeit dann raus, wo es dann fast vorbei war mit der DDR. Und da war dann, gibt es nicht so viele, zumindest nicht so viele wie von dem normalen KC. Ganz grob, der KC an sich, ist der vergleichbar mit irgendeinem anderen Rechner oder was komplett Eigenes? Genau, der ist nicht mehr kompatibel mit dieser KC-Reihe 85, sondern witzigerweise mit dem aus dem NSW Schneider oder Amstrad CPC. Okay. Und zwar hat der das ROM vom C628, aber RAM hat da 64 KB. Mhm. Okay. Und der ist kompatibel auch mit der Software vom CPC. Also auch mit dem. Das heißt, ich kann CPC-Kassetten verwenden und der KC-Kompakt kommt damit klar. Es gab auch noch eine Floppy-Station dafür. Da hat man dann hier ein ROM-Modul hier hinten reingesteckt. Da ging dann so ein Schuhkartkabel zu so einem 5,25 Zoll Laufwerk. Wichtig, genau 5,25 Zoll, nicht 3 Zoll, wie beim CPC. Ah, großer Unterschied. Ja? Hier war dann halt so ein Laufwerk und dann hat man 780 oder 760 KB Disketten. Okay. Jetzt. Prozessor ist auch wieder der U880 Prozessor. Ja. Ja, war ja auch im CPC, der Z80. Ne? Kein eingebautes Laufwerk, wie man sieht, alles extern. Da ist ja besagt der SCART-Anschluss, wo man bis heute nicht weiß, wie das in die Welt passt. Das verstehe ich auch nicht so richtig. Warum? Weil, muss man vielleicht zur Erklärung dazu sagen, es gucken auch Jüngere zu. SCART gab es in der DDR nicht. Der AV, RGB-AV-Ausgang war, wenn überhaupt, dieser hier. Kann man das noch? Okay. Ein fünfpoliger Stecker, der in den Chromat reinging oder halt was man für ein Farbfernsehgerät hatte. Wenn überhaupt. Was sehen wir hier hinten sonst noch an Anschlüssen? Das ist doch Strom. Da haben wir hier so ein fettes Netzteil, das sieht man leider nicht. Dann also halt es geht direkt 230 Volt rein. Da möchte ich keine 230 Volt drin haben. Ah, okay, ist aber schon ein bisschen gefährlich. Sieht nämlich so aus, als wenn man da so einen Rasierapparatstecker reinstecken könnte. Das lassen wir mal lieber. Sollte man besser lassen. Ja, also hier ist ein abgesetztes Netzteil hier. Gut, okay. Tape, wieder dieser Anschluss hier, wie beim KC auch. Kassettenlaufwerk ist klar, ja. Diodenstecker, RF-Modulatorkabel, Skatbuchse, wie gesagt, hier steht TV-RGB. Druckeranschluss, Centronics hier sogar, glaube ich. Jawohl. Und der Erweiterungsbus, wo dann zum Beispiel die Floppy dran kommt. Gut. Das ist hier so ein dickes Modul. Ja. Und dann geht, wie gesagt, so ein Flachbandkabel zum Floppy-Laufwerk. Thema UHF-Anschluss. Welche Fernsehnorm? Tatsächlich PAL. PAL. Kein SECAM. Kein SECAM. Übrigens die KCs auch nicht. Komplett nicht. Die Dreier nicht und die Vierer nicht. Die sind alles am PAL. Alles am PAL, was da rauskommt. Okay. Das ist ein bisschen seltsam gewesen, aber ab den 80ern haben die Leute ja dann eh die PAL- und SECAM-Module in die Fernseher eingebaut. Vielleicht hat man ja einen Export gedacht. Ich weiß es nicht. Was ja nicht ganz fernliegend ist, weil es gab ja durchaus ein reges Exportgeschäft mit dem Klassenfeind. Das kann man so sagen. Ne? Gut. Wollen wir mal einschalten oder? Ich schalte mal ein. Wichtig gerade mit der Floppy, weil das ja hinten zusammenhängt, von oben nach unten einschalten. Das. So, und jetzt das erste, wo ich schmunzeln musste. Die Entwickler scheinen Sinn für Humor gehabt zu haben. Das OS nennt sich Chaos. Ja, Chaos, aber ohne H. Ne? Aber das heißt Cassette-Aided Operating System. Also kassettengestütztes Betriebssystem. Sau schön. Wunderbar. Da hat man dann diese Kommandoworte hier. Die aus den, der scannt eigentlich beim Einschalten sozusagen den ganzen Speicher und sucht nach 7F und nach einem Wort dahinter. Und alles, was dahinter ist, ist dann das Assembler-Programm, wenn man es mal so sagen darf. Das sind verschiedene Sachen hier, die jetzt im ROM eingebaut sind. Sogar Basic, weil es gibt auch ein Basic-Modul, das ist für den Strich 2 gedacht. Der hatte noch kein eingebautes Basic. Das musste man entweder von der Kassette laden oder halt als ROM-Modul mit so einem Jump-Befehl dann einladen. Ist das Basic ein eigenes Basic oder, ich will jetzt nicht sagen geklaut, aber ja, geklaut? Microsoft. Ja, das ist ja nicht schlimm. Das haben ja auch anderen gemacht. Gut. Wir können ja mal kurz reingehen. Ja. Ups. Haben wir halt ein normales Basic, verhält sich nicht anders, die haben das ausnahmsweise mal nicht übersetzt. Ups. Die Tastatur ist ein bisschen, wie gesagt, ne? Na, also nichts Besonderes. Man sieht, ja, man sieht hier auch die Zeilenschaltung beim Strich 4, auch wenn der ein bisschen schneller ist. Man merkt es halt auch. Bei ist hier zum Verlassen. Ah, okay. Okay, mit Menü. Jetzt haben wir Re-Basic. Ne, wofür ist das da? Das ist dafür da, wenn man das Basic gestartet hat, kann man dann zurückkehren und verliert das Programm, was drin war, nicht. Also das ist jetzt noch da. Ah, okay. Wenn ich jetzt hier Basic mache, ist es fort. Das heißt, das Memory End, ja, da könnte man noch den Bereich eingrenzen, wie weit der RAM geht. Halt, List, müssen wir mal. Okay, ist weg, ne? Das heißt, in der Re-Basic bleibt das Listing erhalten. Das ja, da bleibt der RAM-Inhalt dann im Gerät. Der Switch, ja, das ist wichtig für die Module. Die kann man hier aus- und einschalten. Man sieht ja auch ein Lämpchen da. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zum Beispiel das, der schaltet dieses V420 zum Beispiel hier ein. Wenn ich jetzt hier Switch 0, Switch 0, F4, C00 mache, dann schaltet er das aus. Dann ist das ausgetrennt quasi aus dem Speicher und aus und ist abgeklemmt. Da sieht man auch jetzt F4 ist die der Modulschacht, weil das jetzt F, das F heißt halt, dass das der Floppy-Aufsatz ist. Hier unten würde dann 0, 0C, 08, F4, F0. So muss man sich das vorstellen. Was für einen Sinn und Zweck kann es haben, diese Module ein- und ausschalten zu können? Belegt so ein Modul generell Speicher Das kann eben zum Beispiel bei diesem ROM-Modul ist es, da ist es ganz wichtig, dass man zum Beispiel das Basic ausklingt, weil sich dieses Modul in der Adresse da einblendet. Okay. Das wird also quasi crashen im schlimmsten Fall. Genau, naja, crashen, es passiert einfach nichts, wenn ich das jetzt. Okay. Da kann man dann hier, wenn das jetzt hier drin stecken würde, Jump 0C machen, alles wird jetzt hier übelst crashen, wenn ich das mache, ne? Weil jetzt schaltet dann natürlich hier das System, bumm, alles aus, abgestürzt. Weil der prüft das auch nicht, dass da, ob das irgendwas Sinnvolles ist. Ne? Er macht einfach. Er macht einfach. Man kann auch den RAM ausschalten. Er macht das, was ihm gesagt wird, ohne nachzufragen, was es soll. Man könnte jetzt wieder böse Vergleiche ziehen, aber okay. Man könnte jetzt, nee, das geht jetzt nicht. Jetzt haben wir den RAM ausgeschaltet. 0000. Kein Arbeitsspeicher mehr. Ist auch eher ohne schlecht. RAM funktioniert kein Computer, ne? Jetzt kommen wir mal zum Jump-Befehl. Wir laden das Micro-DOS. Jump FC. FC ist quasi das ROM-Modul in dem Gerät selbst. Der Tag ist gerettet. Also was mir jetzt sofort auffällt, wir scheinen jetzt eine andere Auflösung zu haben. Ganz genau, der schaltet nämlich dann um auf diese 80 Zeichen Auflösung, die jetzt quasi aus dem Floppy Basisgerät hier kommt. Wenn wir jetzt gerade schon bei der Grafik sind, also Grafik an sich kann er. Ja? Kann man auch direkt ansprechen, das ist keine Semi-Grafik hier mit irgendwelchen Zeichensätzen oder so, man kann die mit, man kann die auch direkt in den Arbeitsspeicher poken und da Punkte setzen zum Beispiel. Ne? So, ganz klassische Werte, maximale Auflösung, maximale Farbdarstellung. Wie sieht es da aus? 320 mal 256 Pixel ist die Auflösung, die einzige Auflösung, die er hat. Die einzige Auflösung, okay. Bei wie vielen Farben? 16 Vordergrundfarben und 8 Hintergrundfarben. Ah, okay. Auch geschickt gelöst. So, du hast jetzt gesagt, das Ding heißt Micro-DOS oder Micro-DOS, da oben steht es auch. Aber wenn ich mir das Ding hier so anschaue, würde ich mal sagen, der Gary Kildall, wenn er noch leben würde, würde dem im nackten Arsch ins Gesicht springen. Das sieht schwer nach CPM aus. Das ist CPM, ja. Okay. Eins der CPM-Derivate, würde ich sagen, was es gab. Das hier ist aus Rostock. Machen wir mal noch ganz allgemein. Ich meine, man hört es vielleicht so ein bisschen. Ich darf jetzt auch ein bisschen Dialekte schießen. Bei mir heißt es immer, man merkt extrem, dass ich aus Hessen komme. Naja, ich bin aus Thüringen, und? Du kommst aus Thüringen, genau. Das heißt, so ein bisschen die geschichtliche Verbundenheit zu diesen Rechnern ist natürlich ja, offensichtlich, will man sagen. Aber wie bist du überhaupt dazu gekommen, die KCs zu sammeln? Hattest du früher einen gehabt oder bist du einfach jetzt im Nachhinein auf den Trichter gekommen, die Dinger will ich haben? Das ist genau meins. Die hatte ich nicht. Wir hatten in unserer Schule, nach der Wende noch, so 94, 93 rum, 93, 94 rum noch, so ein klassisches Computerkabinett. Da waren KCs aufgestellt und BICs. BICs, das sind Bildungscomputer. Das sind, sieht aus wie PC, würde ich fast sagen, aber PC 1715 mit der Grundeinheit und einem Monitor. Und da drin war ein Basic aber auch nur und man hat da drauf programmiert. Da waren die BICs, die standen am Rand und die standen auf den Plätzen und am Rand standen zwei KCs. Ne? Und da auf den KCs konnte man so schön spielen eben auch, ne? Da liefen aber die ganzen Spiele da drauf. Ja, und das, naja, und mein Kumpel hier, dessen Vater übrigens Programmierer teilweise von dem KC Chaos hier war, die hatten natürlich einen KC, einen aufgeprezelten KC. Und ich wollte so ein Ding dann auch mal haben. Aber das sollte noch ein paar Jährchen dauern, bis ich so ein Ding mal kriege. Wo nämlich dann dieses Computerkabinett da aufgelöst wurde. Okay. Und den KC Kompakt wollte ich noch viel lieber, aber den kriegt man nicht so leicht. Gibt dann natürlich auch eine angepasste Version für den KC85-3, weil der ja die Grafik anders anspricht. Da muss man eine eigene Datei dann laden. Schauen wir noch mal kurz darüber. Also wie gesagt, da oben die Floppy-Station mit dem bekannten HXC, der also auch am KC ein ganz gutes Bild abgibt. Und drunter ein normales 5,25 Zoll Floppy-Laufwerk. Wie wird das jetzt nochmal angeschlossen an die restlichen KCs? Über Expansion-Bus? Genau, da ist hinten ein Verbindungsstecker, der sogenannte KC-Devis-Connector. Ich hupfe das Teil mal raus. Geht's so? Ja. Okay, gut. Jetzt könnte man denken, das wäre hier irgendwie so ISA-Bus oder sowas. Aber weit gefehlt. Die DDR hat ihre Platinen im Rastermaß in Millimetern und nicht im Zoll. Also man kann hier nicht einfach, wenn man das nachbauen möchte, hier zwei ISA-Slots von der alten PC-Leiche flattern, wie man das so kennt, und dann irgendwie was dran löten. Nee, man muss dann die Dinger irgendwo herkriegen oder sich irgendwas einfallen lassen. Oder den Slot hinten ganz genau treffen, dass man vielleicht überall noch einen Kontakt herstellen kann. Gibt es Bezugsquellen noch für solche Verbinder? eBay. eBay, okay. eBay oder der aus Cottbus, der da immer auf den Treffen ist, der hat auch nicht immer welche. Ne? Okay. Die Dinger, das kann ich sogar sagen, so 10, 20 Euro okay. habe ich den, 25 Euro habe ich den hier. Das ist ja noch halbwegs human. Aber trotzdem, für ein bisschen Stecker, ne? Ja. Gut, das ist ja nur einer von den mechanischen Unterschieden. Was wir auch schon gesehen haben, ist, Kreuzschlitzschrauben gibt es gar keine. Ja, das ist Schlitzschraube, so war das halt üblich. Ja. Kommen wir also jetzt zum zum deutlich selteneren KC, dem KC Kompakt. Gerade nochmal als Abholer. CPU ist hier auch die U880, genau. Arbeitsspeicher haben wir hier 64 KB. 64 KB. Genau. Okay. CPC 6128 BIOS oder ROM drin. Aber nur 64 KB verbaut. Das sagen wir mal, der CPC hat quasi Pate gestanden für die Maschine. So könnte man das nennen. Gut. So, dann schauen wir mal, was hier drauf so läuft. Hier sehen wir ein vielleicht bekanntes Bild, nur mit einer etwas veränderten Einschaltmeldung. Kein Wort mehr von Schneider und Amstrad, Mikrocomputern, einfach nur KC Kompakt Version 1.3. Aber auch rotzfrech die gelbe Farbe übernommen. Naja, okay. Und die blaue. Gut, gleich los. Die Ausschriften sind die gleichen. Also wir starten jetzt marginal ein Spiel von Kassette, beziehungsweise ein Programm von Kassette. Von Kassette, genau. Ja. Und es wird noch rotzfrecher jetzt. Wir wissen gleich warum. Ich dachte, das war von Taito. Oder doch nicht? Wer war zuerst da? Japan? Oder wie? Aber sie haben es wieder eingedeutscht. Und die ganze Geschichte ist weg. Klingt los. Ja, normalerweise diese Geschichte hier, die Welt ist unknown, da kommt stattdessen die Erklärung. Ist doch schon vorbei. Dann war das NM, genau. Ansonsten ist es das stinknormale Arkanoid. Tja, das ist so. Das ist jetzt Digger auf dem KC Kompakt. Und man sieht, man hört es an der Musik vielleicht, Boulder Dash. Wo ich nicht verstehe, warum die das umbenannt haben, weil Boulder Dash war in der DDR auch bekannt. Das gab es ja auch für den KC85. Es gab ja Digger und Boulder Dash parallel. Das Digger war halt immer auf einen Bildschirm nur begrenzt, ohne dass es scrollt. Man hat das abgegrast, die Diamanten, und das Boulder Dash war ja wo es scrollt. Also ganz normal, ich vermute mal ganz normales CPC Boulder Dash. Hier haben wir jetzt bei Spin Dizzy, das ist eine stinknormale Kassette, die man kaufen konnte im Laden hier nach der Wende hier, im Hertie oder so, gab es die ja überall. Konnte man die liefen halt auch auf dem KC-Kompakt. Spin Dizzy hier. Gibt es auch für den C64 und für andere Computer. Wenn ich das kriege. Weg ist er. Und schupp. Und zack. Und tschüss. Oh, Leute. Nein, bleib hier. Zum Schluss dieser Folge nochmal die wichtigsten Eckdaten zusammengefasst. Los ging die Geschichte der kleinen Computer in der DDR 1984 mit dem HC 900 und dem Z9001. HC steht für Heimcomputer, doch es dauerte nicht lange, da wurden diese Modelle in KC85 umbenannt. Man wollte offensichtlich mit der Bezeichnung Heimcomputer keine unerfüllbaren Begehrlichkeiten in der Bevölkerung wecken, konnte so ein Produktname doch zur verständlichen Annahme führen, dass es nun Computer für zu Hause geben könnte. Da aber auch im Bereich Mikroelektronik strenge Rationierungen vorgesehen waren, wären die volkseigenen Betriebe, selbst wenn sie es gewollt hätten, nicht imstande gewesen, Heimcomputer in ausreichender Menge zu produzieren. So wurde aus HC KC, Kleincomputer. Der aufgerufene Preis, immerhin anfangs fast 4000 Mark der DDR, tat seinen Teil noch mit dazu, dass der Rechner kein DDR C64 wurde. In der Hauptsache fanden die KCs Einsatz in Forschung und Bildung. Hergestellt wurden die KC85 vom VEB Mikroelektronik Wilhelm Pieck in Mühlhausen, welcher zum Kombinat Mikroelektronik Erfurt gehörte. Bemerkenswert ist, dass die DDR-Regierung nicht hinter dieser Entwicklung stand, sondern die Sache mehr oder minder in Eigenregie ans Laufen kam. Anfänglich war in Mühlhausen der HC 900 zu Hause, welcher später, wie gesagt, in KC85-2 umbenannt wurde. Aus dem Dresdner VEB Robotron Messelektronik Otto Schön kam parallel zum HC 900 der zunächst Z9001 genannte Computer, welcher später in KC85-1 umbenannt wurde. Basis der KCs ist die U880 CPU, welche weitestgehend identisch ist zur westlichen Zilog Z80. Das Reverse Engineering, also ungalant gesagt, das nicht lizenzierte Abkupfern der Z80 CPU, fand im VEB Mikroelektronik Karl Marx in Erfurt statt. Diese CPU läuft im KC 85-1, 2 und 3 mit 1,75 MHz und im Strich 4 mit 1,77 MHz. Arbeitsspeicher gab es im Strich 1, 2 und 3 32 KB, im KC85-4 waren es 128 KB ab Werk. Jeweils die Hälfte davon entfällt auf den Bildwiederholspeicher, also quasi Graphic RAM. Zur Grafik an sich. Alle KC85 sind voll grafikfähig. Mit 320 x 256 Pixeln kann sich diese auch sehen lassen. Die Farbdarstellung hingegen ist etwas kompliziert. Ein 4×8 Pixel großes Areal kann eine Vordergrundfarbe und eine Hintergrundfarbe haben. Beim KC85-4 ist dieses Grafikareal kleiner geworden, kein Rechteck mehr, sondern nur noch ein Streifen von 1×8 Pixeln. Es stehen 16 Vordergrundfarben und 8 Hintergrundfarben zur Verfügung. Der Bildaufbau ist bis zum KC85-3 verglichen mit westlichen Homecomputern fürchterlich langsam, da dieser durch Zählerschaltkreise realisiert wurde. Erst beim KC85-4 kam dann die Erlösung hiervon. Dummerweise fiel dieser deutlichen Verbesserung die grafische Kompatibilität zum KC85-3 und -2 zum Opfer. Das Betriebssystem der Rechner nannte sich Chaos. Cassette Aided Operating System, also kassettengestütztes Betriebssystem. Dieses wird nach dem Einschalten direkt geladen und dem Anwender zur Verfügung gestellt. Es wird also nicht, wie bei nichtsozialistischen Computern damaliger Zeit üblich, BASIC geladen. Das vorhandene BASIC, eiskalt gemobst von Microsoft, stand auch erst ab dem KC85-3 im ROM zur Verfügung. Der Speicher des internen ROMs wuchs mit den Rechnergenerationen. -2 hatte 4 KB, -3 16 und -4 20 KB. Das Basisgerät wiegt zwischen 4 und 5 kg. Die KCs haben 2 Tongeneratoren mit je 5 Oktaven, welche man als bessere PC-Speaker bezeichnen kann. Interessanterweise wird über das Antennensignal, also der Anschlussmöglichkeit für Fernseher, kein Ton ausgegeben. Im Gegenteil, man muss die Lautstärke stumm schalten, da man sonst permanentes Rauschen auf den Ohren hat. Massenspeicher, wie zuvor schon zu bewundern, in der Hauptsache Musikkassetten. Floppy-Laufwerke waren vergleichsweise unglaublich teuer und von Festplatten reden wir erstmal gar nicht. Die KC85-Rechner sind in einer Hinsicht Leidensgenossen von Commodore-Maschinen. Sie haben keine aktive Kühlung, und mit entsprechenden Aufrüstungen war das interne Netzteil gerne mal überlastet. Der KC Kompakt kam 1989 heraus und ist nicht mehr kompatibel zu den KC85-Systemen. Im Grundprinzip ist der Rechner sehr stark an einen Amstrad Schneider CPC 6128 angelehnt, auch wenn der KC Kompakt im Vergleich nur 64 KB RAM hat. Hauptprozessor ist wieder die U-880, allerdings mit flotten 4 MHz. Die massive Anlehnung an den CPC setzt sich fort in den grafischen Leistungen sowie der Softwarekompatibilität. Nach der Wende nahm der ehemalige VEB in Mühlhausen den Weg vieler DDR-Betriebe, nämlich den des Vergänglichen. Ohne Aussicht auf Konkurrenzfähigkeit wurde das Unternehmen Ende Juni 1991 final liquidiert. Tja, und das war's. Homecomputer Made in GDR. Eine äußerst interessante und spannende Angelegenheit. Eben nicht nur aus rein technischer, sondern vor allem auch aus geschichtlicher und gesellschaftlicher Sicht. Ich bedanke mich recht herzlich beim Ritti, der seine Rechner extra für diese Aufnahme auf die Retrolusion nach Hanau geschleift hat und dort in brütender Hitze seine Infos dazu zum Besten gegeben hat. Ritti, vielen lieben Dank dafür. Das wär's denn jetzt für diese Folge. Im Abspann findet ihr einige Links zum Thema, vielleicht schaut ihr da mal rein. Interessant ist dieses Kapitel der deutschen Computergeschichte allemal. Eine Ordele, ciao und bye bye. Euer Mick. Ich schneide das zurecht. Nur die Ruhe. Steht hier irgendwas? Ja, aber dann gibt es noch die Outtakes. Ich dachte, ich hätte einen Experten hier, ne? Ja, ja, so, was jetzt, holst du denn noch international? Und jetzt sitzt der da, scrollt da drüber durch. Der hat mir schon Abende erzählt, wie die Dinger hier funktionieren. Das weiß ich noch, ich habe noch Screenshots davon. Und dann will ich nur wissen, von wann das die sind. Das hast du mir auch erzählt, irgendwie 1980er. Ja. Hier steht jedenfalls Mitte 1980er. Ja. Gut, jetzt nochmal ordentlich. Ich muss es jetzt am Stück nochmal machen, ja? Was will er denn jetzt? No winner. Hallo, ich schaffe hier. Hallo, ich schaffe hier. Okay. Schön. Ja, dann machen wir weiter. Wie machen wir weiter? Was können wir noch sagen? Kann man noch irgendwas sagen? Wir können auch erst einmal auf den Kompakt eingehen. Das ist im Prinzip das Ende von der Nahrungskette gewesen. Ja, ja, dann schneidest du es eh zusammen, ob du es nur am Ende und am Anfang bringst, ne? Ist ja dann egal. Ja, im Prinzip ist es wurscht. Der zoomt schon wieder rein, der Drecksack. Ach, jetzt macht er wieder sich selbstständig, ja. Oder was? Tastatur. Das ist 08, waren das T1. So schaltet man das in dem Fall ein. Und es taucht aber kein 6-Uhr-Menü auf. Ach doch, scheiß Vorführeffekt. Mann, warum macht er das jetzt? Ist halt ein Strich 4. Das ist meine Ausrede. Normalerweise macht man das aber so und dann. Och. Jetzt lass es mal weg. Outtakes. Müssen wir mit dem dann nochmal machen. Okay. Da klappt es definitiv. Gut. Warum macht er das? Da ist ein Strich 4, aber na doch, geht. Och, das Ding ist gemein. Das Ding ist gemein.